Ich melde mich heute mit einer neuen Buchrezension bei euch. Und zwar geht es um das Buch Ewig und Eins von Adriana Popescu. Ist im Piper Verlag erschienen. Kostet 9,99 Euro. Und hat nicht ganz 320 Seiten. Ich muss dazu sagen, das ist mein erstes Buch von Adriana Popescu gewesen. Ich habe zwar schon viel von den anderen Büchern gehört, wie zum Beispiel Lieblingsmomente und Lieblingsgefühle, aber habe halt selbst noch keins gelesen. Jetzt hatte ich das Glück, dass mir dieses Buch vom Piper Verlag zur Verfügung gestellt wurde und habe es auch innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Ich lese euch mal eben den Klappentext vor. Die erste große Liebe vergisst man nie. Sie dachten, ihre Freundschaft wäre für immer. Doch dann kam das Leben. Nach 7 Jahren Funkstille sehen sich Ben, Jasper und Ella auf einem Klassentreffen wieder. Als die Feierlichkeiten zu Ende gehen, beschließen die drei, noch weiter zusammen um die Häuser zu ziehen. Wie damals. Nur für eine Nacht. Doch noch immer sind viele Fragen offen und je später es wird, desto schneller schlägt Ellas Herz. Bis ein paar über die Jahre hinweg gerettete Worte es brechen lassen. Vielleicht für immer. Ja, also ich fand im Nachhinein den Titel sehr passend gewählt. Das werdet ihr dann auch merken, wenn ihr das Buch lest. Ich kann das Buch 100% weiterempfehlen. Es hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Mich hat einfach überrascht, wie warmherzig das Buch ist. Also es steckt so viel Wärme in den Wörtern. Ich hatte auch einfach das Gefühl, ich bin mittendrin. Also ich bin jetzt bei den dreien dabei, diese Nacht zu erleben. Ich fand die Charaktere total toll. Den Schreibstil ja sowieso. Das ist sehr bekannt bei Adriana Popescu. Und ich fühlte mich selbst wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Oder in meine Schulzeit besser gesagt. Also es hat richtig Spaß gemacht, die drei zu verfolgen. Die tolle Freundschaft, die die haben und die jetzt ja wieder aufgelebt ist nach einigen Jahren Funkstille. Wenn ich da so an meine Schulfreunde denke, da ich weggezogen bin, habe ich sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Und das macht dann schon fast so ein bisschen Sehnsucht nach dem eigenen Freundeskreis. Ich fand es wirklich toll. Ich habe mitgefühlt, Ben und Ella waren halt früher ein Paar und Jasper war schon immer Ellas bester Freund, auch schon bevor die beiden Ben kannten. Und dann ist Ben halt mit Ella zusammengekommen damals und Ella hat ihn dann sozusagen verlassen für ihre Karriere. Sie wollte Ballerina werden und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Würde mich auch mal interessieren, falls ihr das Buch schon gelesen habt, wie ihr es fandet oder auch ob das Buch was für euch ist, ob ihr das jetzt auf euren Wunschzettel packt. Das würde mich halt sehr interessieren. Und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das hat auch ein schönes Cover. Und wie gesagt, was mir an dem Buch so besonders gut gefallen hat, dass es so richtig warmherzig war. Also es ging richtig ans Herz. Man mochte gar nicht aufhören, weil man wollte einfach im Leben von Ella, Ben und Jasper weiter teilhaben und war dann schon fast enttäuscht, als das Buch zu Ende war. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall die anderen Bücher von Adriana Popescu besorgen, weil mich hat das Buch wirklich überzeugt. Hat von mir gute 4,5 Sterne bekommen. Und das war es eigentlich soweit von mir. Würde mich freuen, von euch Kommentare zu bekommen. Und wenn ihr meine Videos nicht mehr verpassen möchtet, dann würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Ich gehe jetzt hier endlich mal auf die 100 zu. Wäre natürlich schön, wenn ich das bald schaffen würde. Würde sagen, das war es erstmal von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und das war es eigentlich. Bis dann. Tschüss.